Brüder für immer gegen alle anderen zusammen. Für immer? Du weißt, dass das nicht einfach wird, oder? Klar, wir packen das. Komm her, ich will dir was zeigen. Okay, wenn irgendetwas passiert und du angegriffen wirst, dann musst du das hier tun. Zuerst schlägst du deinen Gegner so doll du kannst in den Bauch. Dadurch wird er sich zusammenkrampfen und das ist der Moment, wo du ihm mit deinem Knie von unten ins Gesicht trittst. In Ordnung? Ja. Okay, dann zeig mal. Aber wofür brauche ich das? Du bist doch da. Lass uns zurückgehen. Was machen Mama und Papa wohl gerade? Es ist mir scheißegal. Wahrscheinlich sitzen sie wieder vor dem Fernseher und haben nicht mal gemerkt, dass wir nicht da sind. Ja, wahrscheinlich. Gute Nacht, hab dich lieb. Gute Nacht, hab dich auch lieb. Hallo? Ich habe gerade in der Nähe der Bushaltestelle einen schlafenden Jungen gesehen. Es sieht so aus, als hätte er dort übernachtet. Könnten Sie jemanden schicken? Dankeschön. Hier, wo ist er hin? Um die Ecke rum und links runter. Hallo? Wie heißt du? Alex. Und wo willst du hin? Keine Ahnung, irgendwo anders hin als hier. Oh, hört sich toll an. Schön für dich. Warte, ich komm mit. Du gehst nirgendwo hin, klar? Aber zu zweit ist doch alles besser. Jetzt hör auf, mich zu nerven. Bitte. Wie oft denn noch? Ich brauch kein Mädchen, das sich ekelt, wenn es eine Spinne sieht. Hau ab. Hey, stopp! Gib die scheiß Tasche! Was ist los? Was willst du denn jetzt? Lass du mich drauf? Ah, Digga, lass ihn in Ruhe! Lass ab, komm, Digga! Pisst euch! Was hast du gemacht? Du bist abgehauen, ohne mir etwas zu sagen. Ich dachte, wir wären Brüder für immer. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Alex, hörst du mich? Was ist los? Es ist nichts. Schon klar. Es ist alles in Ordnung, okay? Okay, bleib locker. Komm schon, lass uns ein Foto machen. Ist das dein Ernst jetzt? Ja, wieso nicht? Kann doch nichts passieren. Na gut. Und jetzt? Warte. So, das müsste reichen. Das ist doch gut, ja. Mir ist kalt, ich zieh mir meine Jacke an. Willst du deine auch haben? Oh, ich zieh mir die später über. Du hast mir noch gar nichts über dich erzählt. Ach, was gibt's da schon Großes zu erzählen?
Eine normale Familie, ein normales Haus, eine normale Schule, normale Freunde, ein ganz normales Leben halt. Hört sich doch super an. Echt? Also für mich klingt das scheiße. Einer von 8 Milliarden, doch. Als ich dich dann da stehen gesehen habe, dachte ich mir, komm schon, Anna, das ist die Chance, auf die du immer gewartet hast. Und jetzt sitze ich hier und das ist nicht normal. Was ist mit dir? Machen sich deine Eltern denn keine Sorgen um dich? Das sollte ich dich fragen. Eher weniger. Ich meine, Dad ist auf Geschäftsreise und Mom, sie ist weg. Willst du es mir erzählen? Ach, warum denn nicht? Sie ist einfach weggegangen. Hatte wohl keinen Bock mehr auf Familie. Okay. Aber was ist denn jetzt mit dir? Auch alles normal. Das stimmt nicht. Das habe ich doch schon die ganze Zeit bemerkt. Ehrlich gesagt, bin ich schon vor 6 Monaten von zu Hause weggelaufen. Was? Oh mein Gott, das ist ja voll... Was? Bescheuert? Nein, mutig wollte ich sagen. Ach so. Naja, jedenfalls habe ich zurzeit kein Zuhause mehr. Und das ist auch gut so. Ich denke, ich bin von zu Hause weggegangen, weil ich einfach nicht mehr da war. Jedenfalls nicht für meine Eltern. Zwischen dem Büro meines Vaters, den ständigen Streits zwischen Mama und Papa wegen seiner Sekretärin und dem Kunstatelier von meiner Mutter war einfach kein Platz für mich. Wer ist das? Eine Person, der es gut geht. Das ist dein Bruder, oder? Mhm. Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe der Polizei Bescheid gegeben. Und dann bist du einfach weggegangen? Ja. Wieso? Ich meine hier draußen. Er ist doch noch so klein. Es ist besser so. Und... was meinst du? Ist er sauer auf dich? Und was willst du jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schön so, wie es ist. Was ist los? Du bist so still. Ich denke darüber nach, ob es richtig war, was du... Was ich mit Tom gemacht habe? Denkst du, ich würde nicht darüber nachdenken? Denkst du, ich würde mir keine Sorgen machen? Denkst du, ich würde mich nicht fragen, was er gerade macht oder wie es ihm geht? Aber natürlich... Nein, tust du nicht! Geh weg! Ich habe dir nichts getan! Du hast mich verlassen. Für sie? Sie ist dir wichtiger als ich, deinem eigenen Bruder. Alex, was ist los? Es ist nichts. Alex?